Da komme ich aber nicht runter. Hier komme ich, ja, da komme ich erst später hin. Okay. Hierdurch denke ich auch nicht. Nein. Wie gesagt, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo das Ding sein soll. Diese versteckte Pfad. Diese, was auch immer das sein soll, aber... Gelobt sei die Sonne. Na, danke. Nicht im Inventar. Das ist schlecht. Aber andererseits müsste man es mir ja direkt anzeigen, oder? Man sollte es ja von hier aus sehen. Und da ist eigentlich bloß dieses Haus, das in Frage kommt. Dann gehe ich jetzt nochmal kurz das Haus ab. Wo könnte hier was sein? Was sagst du mir? Danke für diesen Hinweis. Deswegen lese ich die Hinweise nicht, wie gesagt. Was einfach bloß schwachsinnig sind. Irgendwas richtig Gutes wird einem nicht angezeigt. Aber dass eine Truhe 2 Meter voraus ist, das schon. Okay, hier in dem Raum oder in dem Haus nichts. Obendrauf habe ich eigentlich auch nachgeguckt, war auch nichts. Schade. Und wie gesagt, da ich irgendwie in den falschen Weg gegangen bin, denke ich, und diese reisende Händlerin nicht mehr da ist, kann ich mir so ein Ding auch nicht kaufen. Und deswegen verpasse ich jetzt vielleicht was Gutes. Ich habe zwar eigentlich schon ganz gute Sachen jetzt eigentlich, würde ich behaupten. Also diese beiden Ringe halt vor allem. Ich weiß halt nicht, was da noch so käme. Das Problem ist, ich muss jetzt mit diesem blöden Flachior gegen diese Dunkeldirn kämpfen. Eigentlich nicht. Ich könnte versuchen, vorbeizurennen. Ich könnte tatsächlich versuchen, vorbeizurennen. Und dann da weiter. Dann könnte ich nämlich, dann müsste ich nämlich bloß dieses Haus da machen. Das war blöd. Weil da oben, na, da oben liegen ja meine Seelen nicht mehr klar, aber da oben ist ja dieser eine Typ. Okay, verfolgt mich einer von denen? Nee. Wunderbar. Okay, dann sind wir doch schon weiter eigentlich. Hi. Ich dachte, ich finde jetzt irgendwie Zivilisation. Leuchtfeuer vielleicht? Nee, gar nichts. Einfach bloß mehr von diesen hässlichen Seemännern. Vregger Schild. Das könnte ganz gut sein. Vorsicht vor oben. Habe ich mir schon fast gedacht, dass da oben nichts Gutes lauert. Hi. Okay, aber bloß ein ganz normaler. Die sind ja, wie gesagt, nicht so schwierig. Wenn man denn genügend Leben und Ausdauer hat, dann sind die halt wirklich recht einfach. Mehr? Wo zum Teufel geht's denn hier hin und wieso bekomme ich keine Leuchtfeuer mehr? Es ist... Wenn hier jetzt ein Leuchtfeuer wäre, dann wäre das ja gar nicht so schlimm. Ich meine, man hat doch 5 Slots. Wieso ist man dann so geizig? Ziehen... Wieso will ich nicht unbedingt an dieser Glocke ziehen? Hier komme ich doch nicht mehr hoch. Was passiert, wenn ich an dieser Glocke ziehe? Ich probiere es einfach mal. Aha. Alarmiert das jetzt alle im Umkreis, die mich jetzt gleich auch heimsuchen werden und töten? Und wieder vorbei. Ach, guck mal, Geisterschiff. Ich habe mir ja fast schon irgendwie gedacht, aber es ist trotzdem cool. Weil sich das mehr nach dem Zug anhört. Cool, jetzt haben wir hier unser eigenes Geisterschiff. Nett. Tja, die Frage ist jetzt nur, dann gehe ich mal da runter, würde ich sagen. Gegenstand aufnehmen. Lebensstein, Heimatknochen. Das ist super. Das heißt, hier kommt wahrscheinlich gleich ein Boss. Wahrscheinlich auf besagtem Geisterschiff. Weil das Spiel gibt einem bloß Lebenssteine, wenn ein Boss direkt davor steht. Sonst nicht. Feuerpfeile 10 Stück. Oh. Hi. Ich könnte vielleicht versuchen, einen anzulocken. Wenn der dann auf der Treppe rum... glitscht, beziehungsweise... Er muss aber höher gehen. Dann könnte ich nämlich mit dem Sprungangriff ihm Schaden machen. Mit dem Fallangriff. Die Frage ist, geht er hoch? Nee, schade. Okay, dann lasse ich das erstmal sein, wobei... Ich habe nicht allzu viele andere Möglichkeiten. Ich könnte die umgehen, indem ich da jetzt einfach runterspringe, aber... Oh, da stehen noch mehr von diesen Typen. Die Frage ist jetzt halt echt, was mache ich hier mit den beiden?
Ah, jetzt gehen sie hoch. Jetzt können sie hoch. Das Problem ist halt echt. Sind es beide? Ja, nur der eine. Das hat ihm gar keinen Schaden gemacht. Und jetzt bin ich hier in einer echt beschissenen Situation. Öffne dich, Tür, öffne dich. Danke. Gut, das war nicht ganz so gut. Oder nicht ganz so wie geplant. Die können doch bestimmt hier wieder eine Wand durchbrechen, oder? Oh, hi. Wo geht's denn hier weiter? Ach, da geht's jetzt runter. Können die oder können die nicht? Irgendwas haben sie kaputt gemacht. Das Problem ist halt echt, dass es zwei sind. Nee, da... Ich habe mir gerade zwar ein bisschen meinen Rückweg verbaut. Tu ich doch die ganze... Was? Ich komme doch da gar nicht mehr hoch. Was soll denn der Scheiß? Wieso... Wieso ist das jetzt wieder so ein einmaliges Zeug? Da unten kommt doch jetzt bestimmt ein Boss und ich habe keine Waffen mehr. Okay, wenn da unten wirklich ein Boss kommt, dann nehme ich das hier dafür und für das Frecker nehme ich Bastardschwert. Nehme ich halt hier diese Axt. Mein Gott. Es ist halt echt gerade ziemlich beschissen, weil ich komme nicht mehr zurück. Und ich bekomme kein Leuchtfeuer, um hier irgendwie weiterzumachen. Ach, jetzt kann ich den Zwischengang öffnen, oder? Hi, ne? Okay, das war ganz cool. Wie gesagt, das muss ich ja wirklich... Also, Dark Souls 2 hat schon ganz coole Aktionen immer wieder. Aber es ist halt wirklich bloß diese rare Menge davon, die das Spiel so schade macht. Okay, ja, wusste ich's doch. Also es ist nicht bloß einmalig, oder? Das Tor bleibt jetzt offen. Ich hoffe, es ist für dich Spiel. Ansonsten gibt's Ärger. Okay, gut. Wir haben das Tor jetzt geöffnet. Das heißt, wir sind schon mal weiter. Wir sind jetzt über den Berg drüber. Das heißt, diese Dunkeldürn-Klippe müssen wir jetzt nicht mehr machen. Ich habe noch ein bisschen was auf meinem Flachion. Das heißt, ich erkunde hier noch ein bisschen, weil ich habe eigentlich keinen Bock, dass die ganzen Gegner wieder kommen. Und da unten war das schon wieder ein Dunkeldörrer. Ah, ich könnte kotzen. Ich könnte einfach nur kotzen. Wegen diesen Mistviechern. Ach, und da campt er jetzt auf der Brücke, oder wie? Treppe. Nee, wenn ich es schaffe, um ihn rumrennen zu können, dann... Also nicht so eigentlich. Oh, hi. Ich wusste nicht, dass ihr ein Pärchen seid. Oh, das ist schlecht. Hier. Ah. Nö. Okay. Gut, dann renne ich mal hier weiter. Schlimmer kann es ja nicht werden. Und ich hoffe mal, dass die mich... Oh, doch. Weil hier eine Sackgasse ist. Oh, und super. Nochmal einen von denen da. Wunderbar. Jetzt habe ich zwei von denen und einen Frecker an meinem Hintern kleben. Und wo komme ich hier wieder hoch? Ich habe vergessen, wo ich hier hochkomme. Scheiße. Okay, die gehen wieder zurück. Die haben keinen Bock auf das Geisterschiff. Aber er hier macht munter weiter. Von mir aus. Mit dem kann ich leben. Bloß diese zwei Dunkeldürren hatte ich jetzt nicht so den Bock drauf. Sitzt da oben einer? Sieht ja fast so aus. Okay, wir gehen tatsächlich langsam auf dieses Geisterschiff. Was mir jetzt überhaupt nicht gefällt. Das ist so einfach, dann... Ja, aber eigentlich... Wo kommt ihr denn her? Und was machst du denn da oben mit dem Pfeil? Ach, vielleicht zwei Stück mit Pfeilen. Wow, 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 wow. Nein, 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 nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Lass mich da doch... Du... Ich konnte halt nichts machen. Ich war da an diesem Rand gefangen. Ach, Mann... Na, aber zumindest sind wir jetzt halt so weit, wie ich gewesen wäre, wenn ich zurückgegangen wäre. Außer, dass ich jetzt alle Seelen gehabt hätte. Aber es... es hätte jetzt keinen Unterschied gemacht. Ob ich jetzt so... Ja, doch, das Sterben ist halt immer ein bisschen blöd. Wobei, ich habe eigentlich noch ein bisschen was über, sage ich mal. Das heißt, ich könnte mir sicher eine Menschlichkeit dann reinziehen.
Aber ich bin jetzt schon mal deutlich weiter, das ist schön. Also Fortschritt habe ich jetzt auf jeden Fall schon gemacht. Na, an dir renne ich nicht einfach so vorbei. Und ja, den Weg habe... Wow, da wäre ich bei zwei einer Runde gefallen. Das wäre ärgerlich gewesen, weil das halt wieder 6000 Seelen gewesen wären. Bis ich da bin, sind es fast wieder 10. Also 10.000 Seelen. Ah, nicht unbedingt, aber beinahe. Muss man halt echt was für diese Dunkeldüren überlegen und was Standhaftes, das ist halt. Weil das alles, was ich bei denen mache, das ist so, ja, so dahingetrickst. Also das will ich eigentlich nicht, weil dafür sind die Viecher zu gefährlich. Wenn es dann einmal schief geht, dann bin ich halt tot. So, jetzt kommt er hier nochmal. Okay, wunderbar. Und jetzt der da drüben nochmal. Geblockt und halt, na, so tot. Wunderbar. Dann muss ich mich da nochmal ein bisschen umgucken. Das Problem war ja natürlich, dass ich bloß die ganze Zeit die Dings, die Dunkeldüren im Nacken hatte. Das war natürlich ein bisschen blöd. Es wäre jetzt echt mal interessant zu wissen, wo dieser verdammte geheime Durchgang sein soll. Falls es denn hier überhaupt einen gibt, aber ich vermute es einfach mal. Weil sonst wäre da Pharos Wahrheitsdingens nicht. Aber wenn es da ist, dann ist wieder so dermaßen gemein versteckt, dass man einfach nicht draufkommt. So wie das letzte Mal, wie ich finde. Gut, wenn man weiß, dass da einer ist, ein Geheimgang, dann hätte man den ersten sicherlich gefunden, denke ich. Aber den zwei, also den hier, keine Ahnung, in dieser kompletten Stadt, wüsste ich nicht, wo der sein soll. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass ich irgendwann wieder diese komische Tante finde. Und ja, der dann nochmal so ein Pharos-Dings abluchsen kann. Wenn das Ding nämlich wieder 4000 kostet, dann ist es ja wirklich geschenkt fast schon. Wahrscheinlich wird es nicht, aber wie gesagt, wenn. Oh je, ich höre einen Hund. Das ist nicht gut, weil der könnte mich jetzt relativ gut killen. Ich gehe mal hier rein und töte jetzt den hier, damit der mir nicht in den Rücken fällt, irgendwie. Den anderen habe ich da jetzt ja eigentlich schon besiegt. Hier fehlt jetzt noch, ne? Ah, verdammt, gegen die Wand gerannt. Was war denn... Das war so ein Hieb. Ups, sehr schön. Das war immer ein bisschen riskant, aber ging doch. Da kann ich nicht rein, ne? Nee, schade. Oder vielleicht wird der Durchgang auch erst aktiviert, sobald man das Pharos hat. Ich weiß es halt nicht. Okay, wer rennt, wer läuft? Keine Ahnung. Achso, ihr beiden, genau, stimmt. Euch hätte ich beinahe vergessen. Aber ihr wart jetzt nicht so schwierig. Und das Problem ist, ich muss jetzt da runter, stimmt. Hier hoch muss ich jetzt gar nicht. Was heißt, das Problem ist ja eigentlich ganz gut. Spare ich mir da oben ja einiges. Indem ich einfach hier unten lang gehe. Das Problem ist jetzt gerade bloß, dass ich ein bisschen wenig Leben habe. Zumindest von meinem Geschmack gerade. So, dein Köter ist schon mal Geschichte. Und jetzt kommst du an die Reihe. Okay, wunderbar. Ah, dann würde ich eigentlich gerne nochmal in das Haus da oben reingucken, weil da war ich ja eigentlich noch nicht fertig. Da war ja noch eine Kiste, die mich das letzte Mal getötet hat. Was ja schon sehr ätzend war, aber naja. Kann man nicht ändern. Passiert halt. Ich hätte blocken können, dann wäre das alles gar kein Problem gewesen, aber so bin ich halt dran gestorben, mein Gott. Das war halt in dem Moment blöd, weil ich es endlich über die Klippe geschafft hatte und dann trotzdem draufgegangen bin, aber wie gesagt. Nicht so wild. Was ich aber halt, wie gesagt, nicht verstehe, ist, dass es hier da oben dann kein Lagerfeuer gibt. Dass sie tatsächlich sagen, okay, wir machen einen Rückweg. Weil jedes Lagerfeuer ist bereisbar. Man hat hier 5 Slots theoretisch für die Werft, wovon wahrscheinlich eh bloß 1 oder 2 gebraucht werden dann im Endeffekt. Deswegen verstehe ich das nicht ganz, dass man da nicht großzügiger dann umgegangen ist mit, wow, mit Lagerfeuern. Das verstehe ich auch noch nicht. Wo ist denn er jetzt hin? Ach, da runter, okay. Gut. Okay. Sehr schön. Damit wäre er wieder hin. Das Problem ist, mein Feuerlangschwert ist schon wieder hinüber. Und das hätte eigentlich so nicht sein dürfen, weil ich das eigentlich für hier noch brauche. Wenigstens ist mein Dreckerschwert jetzt noch ein bisschen ganz, aber auch nicht mehr lange. Wow. Mein Freund. Du machst gut Schaden. Scimitar. Ist eine Waffe? Wenn, dann werde ich sie nie finden. Scimitar. Achso, okay, gut. Ein Chromschwert, das heißt schnell, aber nicht so gut. Na, lass ich mal.